1997 ist mittlerweile ganz schön lange her und man glaubt gar nicht, was bereits vor so langer Zeit alles geschehen ist. Deshalb werfen wir gemeinsam einen Blick auf 25 Dinge, die vor 25 Jahren passiert sind. Vor 25 Jahren ließen die Briten Tinky Winky, Dipsy, Lala und Po auf unsere Kinder los und eroberten 5 Jahre lang die Welt. Nach einer kleinen Pause kehren die Teletubbies im November mit neuen Folgen auf Netflix zurück. Kaum zu glauben, aber es ist wirklich schon ein Vierteljahrhundert her, dass Dolly der Welt vorgestellt wurde. Sie ist zwar schon ein Jahr zuvor geklont worden, aber die Wissenschaftler dahinter haben dies erst im Februar 97 verkündet. Im selben Jahr brachte Siemens mit dem S10 das erste Handy auf den Markt, das ein Farbdisplay hatte. Snake. Auch wenn es sich bereits 1978 an das Licht der Welt schlängelte, testete diese neu programmierte Version des Spiels die Geschicklichkeit seiner Nutzer nun auch unterwegs und wurde das beliebteste Handyspiel in diesem Jahr. Mit ihrer dritten Spielekonsole und Super Mario 64 veränderte Nintendo mit dem N64 die Spielewelt. Es gab zwar schon MTV Europe, aber mit den ersten eigenen Formaten und satten 4 Stunden täglicher Laufzeit kam MTV auch endlich nach Deutschland. Zur gleichen Zeit eroberte ein gewisser Herr Smith nicht nur musikalisch, sondern auch auf der großen Leinwand die Aufmerksamkeit der Welt für sich. Man in Black kam in die Kinos, wurde der erfolgreichste Film 97 in Deutschland und mal ganz ehrlich, seitdem wünscht sich doch jeder auch so ein Blitzdings, oder? Neben Man in Black gab es aber auch weitere Songs, die eine lange Zeit aus den Charts nicht mehr wegzudenken waren. Zum einen gab es Aquas Barbie Girl und dann natürlich M-Bop der Hanson-Brüder. Viel Spaß mit diesen Ohrwürmern! Ganz knapp, aber noch im Dezember desselben Jahres kam die Liebesgeschichte zwischen Jack und Rose ins Kino. Die untergehende Titanic schipperte während ihrer langen Zeit im Kino zum damals erfolgreichsten Film aller Zeiten. Mit Till Schweiger als deutschem Synchronsprecher erkämpfte sich der griechische Halbgott auf der großen Leinwand mit viel Liebe und Musik seinen Platz im Olymp. Aber Hand aufs Herz, wir haben doch in Disneys Herkules mehr mit Hades als mit dem titelgebenden Helden sympathisiert, oder? Wer hat eigentlich damals den Oscar für den besten Film gewonnen? Der englische Patient? Wirklich? Und 8 weitere Oscars auch noch? Uff, jetzt mal ehrlich. Fargo war und ist doch heute wie damals der eindeutig bessere Film. Vor 25 Jahren fand das Tamagotchi seinen Weg von Japan in die Welt und auch Deutschland konnte sich dem digitalen Haustier nicht entziehen. Jeder wollte sich um dieses piepende kleine Tierchen kümmern. Heutzutage kennt ihn und seine Nickelbrille wirklich jeder. Aber als Harry Potter und der Stein der Weisen in den Bücherregalen landete, konnte damals noch niemand auch nur annähernd erahnen, wie erfolgreich die Geschichte um den zauberhaften Jungen im Schrank unter der Treppe werden würde. Als The Spirit of Christmas erschien, dachte man auch nicht, dass so eine simpel animierte Serie heute bereits in ihrer 25. Staffel läuft. Und damals wartete man in jeder Folge nur darauf, wie Kenny wohl diesmal sterben würde. Im August kommt die bis heute wohl beliebteste Prinzessin aller Zeiten bei einem tragischen Autounfall ums Leben und die ganze Welt trauert zu den Klängen von Elton Johns Candle in the Wind. Abgeordnete stimmen über die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe ab. Kaum zu glauben, aber tatsächlich hat sich erst vor 25 Jahren der Bundestag dazu entschieden, dass Vergewaltigung in der Ehe existiert und ein Verbrechen ist. Neben der Popkultur hat sich 97 auch etwas im Kindschaftsrecht getan. Es ist nämlich erst seit diesem Jahr rechtlich geregelt, dass auch geschiedene Eltern das gemeinsame Sorgerecht haben können. 1997 gab es mit 812.173 Geburten nur rund 20.000 mehr Kinder als 2021. Und im Gegensatz zu den letztjährigen Namenshighlights Noah und Emilia waren damals Anna und Jan die beliebtesten Namen für Neugeborene. Sergey Brin und Larry Page registrierten die Domain für eine Suchmaschine, die den damaligen Platzhirschen die Stirn bieten sollte. Das scheint ihnen auch mehr als gelungen zu sein, denn mittlerweile kennt diese Seiten kaum noch jemand und Google ist der Inbegriff der Online-Suche geworden. Alle wollten so tough sein wie sie,
Und jeder sah lieber Spike als Angel an ihrer Seite. Basierend auf einem echt schrägen Film ging vor 25 Jahren Buffy erstmals in Sunnydale auf die Jagd nach Vampiren und Dämonen. Die erste fand zwar schon 1989 in einem sehr kleinen Rahmen statt, aber 97 durchbrach die Love Parade mit dem Motto Let the Sunshine in Your Heart das erste Mal die Marke von 1 Million Teilnehmern. Und gib es zu, du warst doch auch dabei. Als 1995 in Japan die Jagd nach Pokémon ihren Weg vom Gameboy in die Film- und Serienwelt schaffte, ahnte man noch nichts von dem weltweiten Phänomen. 2 Jahre musste Deutschland noch warten, ehe es auch bei uns hieß: Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war! Eigentlich wollten sie mit dieser Pressekonferenz nach all den Skandalen Einigkeit beweisen. Leider ging das gehörig nach hinten los und Tic-Tac-Toe schrieben damit Popgeschichte. Mark Randolph und Reed Hastings gründeten einen Online-DVD-Verleih, bei dem die Filme per Post an den Kunden geschickt werden. Zum Glück haben sie ihr Konzept nochmal überdacht, aber von den beiden Herren wurde damit der Vorgänger von dem gegründet, was heute der bekannteste Streaming-Dienst weltweit ist: Netflix. Und am 9. Oktober 97 ging auch Familie.de online. Seitdem haben wir unzählige Artikel zu den verschiedensten Themen geschrieben, die nicht nur uns, sondern auch euch bewegen. Dadurch sind wir im Eltern- und Familiebereich eine der größten Seiten im deutschen Sprachraum geworden. Deshalb feiern wir unseren 25. Geburtstag und sagen Danke. Danke, dass ihr, unsere LeserInnen, uns treu geblieben seid. Auf die nächsten 25 Jahre. Happy Birthday!